auch noch. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Gut, jetzt sind die auch alle hin. Da haben wir über sie triumphiert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das mit diesem Tagebuch ist nämlich auch relativ wichtig. Vierter Tag nach der Ankunft. Wie kann dieser Pirat nun schon so lange leben? Die ganze Welt ist hinter ihm her, aber keiner konnte ihn bisher hinstrecken. Ich weiß, dass ich jetzt Vorsicht walten lassen muss, aber ich will auch diese Sache so schnell wie möglich beenden. Bei Ihnen aus dieser Gegend hier ist mir einfach nicht geheuer. Dann gehen wir erstmal das hier durch. Jetzt ist der Konrad ja sowieso bei Inos. Ich muss kurz überlegen, wo das war. Das müsste hier doch irgendwo. Oder kommt es erst noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt müssen wir auf jeden Fall so ein paar Tagebuchseiten finden. Soweit es noch in meiner Erinnerung ist. Irgendwas in der Richtung war da auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir erstmal zu Augustus und sagen ihm Bescheid. Vielleicht reden wir dann noch eine Runde mit Peter, der uns dann auch sagt, boah, war der Kampf geil, Mann. Nächstes Mal wieder so. Aber gut, gehen wir erstmal zurück ins Lager. Ich will dann auch noch ein bisschen Einhand trainieren beim Matthias. Das würde ich noch gerne machen, weil wenn wir jetzt schon eine gute Waffe haben, beziehungsweise auch später die Betty benutzen können, irgendwann, dafür brauchen wir 110 Geschicklichkeit, das ist schon heftig. Aber wenn es dann soweit ist, dann bräuchten wir schon ein bisschen Einhand. Ne? So. Machen wir gleich. Ich will jetzt gerade noch gucken, ob der Peter was zu sagen hat. Ne. Der raucht einfach weiter. So, würde ich sagen, die Milizen sind auch weg. Also ihr merkt, die Bevölkerungsdichte der Insel wird immer geringer. Kann man so sagen. Ne? Franz ist schon tot. Joost ist schon tot. Drei Piraten und die kompletten Milizen sind auch weg. Falk ist noch am Leben. Hier unsere kleine Gruppe von Söldnern. Dann der gute Lona. Das ist ja kein Geist, der ist ja irgendwie so ein uralter Krieger und halt noch ein paar Piraten. Die Milizen gehören der Vergangenheit an. Also habt ihr sie alle besiegt? Richtig. Keiner von ihnen hat überlebt. Wie sieht es mit unseren Verlusten aus? Wir haben keine. Was? Das ist ja wunderbar! Typisch Milizen. Große Klappe, nichts dahinter. Nun gut, hier hast du erstmal deinen Sold. Und nun geh wieder. 350, okay. So, was gibt's jetzt noch zu erledigen? Lunas Kelch, Insel säubern. Wie es aussieht, ist diese Insel wirklich bald unbewohnt, genau. Höhere Mächte. Auf der ersten Seite von Lord Konrads Tagebuch, die ich fand, steht, dass ihm die Gegend hier nicht besonders geheuer ist. Das sagt mir aber noch nicht besonders viel. Ich muss das Lager nach weiteren Tagebuchseiten durchsuchen. Okay, gut, machen wir gleich. Lass uns trainieren. Okay. Was willst du wissen, Kamerad? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Oh, Mann. Warum haben wir das klar? Egal. Gut, dann suchen wir jetzt nach der Tagebuchseite. Wir haben eigentlich schon einiges erledigt, ne? Ja, ja, geht. Gut, dann, gucken wir mal uns das Lager an. Und suchen mal nach den weiteren Tagebuchseiten. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, wir kommen nochmal ins Piratenlager, weil da müssen wir auch noch ein bisschen was ausräumen, ne? Ich gehe da jetzt nur nicht vorsichtshalber hin, nicht, dass ich jetzt irgendwie die Story ruiniere, weil ich schon irgendwas gemacht habe, weil wir nicht machen sollten. Ne, das will ich verhindern, deswegen mache ich erstmal das, was ich machen soll. Und laufe dahin, wo ich hinlaufen kann. Ne? Damit wir das auch alles ordnungsgemäß hinbekommen. Ach, hier ist die zweite Seite aus Konrads Tagebuch. Boah, ein Goldstück! Jawohl, jetzt sind wir ganz reich. Jetzt sind wir ganz reich. Jawohl, super. Zweite Seite. Fünfter Tag nach der Ankunft. Endlich habe ich Antwort von... Was? Aquapertus erhalten? Ja, okay, wenn...
wenn er will. Er warnte mich vor einem Zauber, der auf Jacks Crew lastet. Dieser Lakai wusste allerdings auch nicht, diesen Zauber brechen können. Er erwähnte aber, dass wir ihn erst töten können, nachdem seine komplette Crew niedergestreckt ist. Jedoch benötigen wir noch einen mächtigen Gegenstand, um die Macht von Jacks Zauber zu unterdrücken. Doch welcher das ist, wissen wir nicht. Noch nicht. Ja, also die Crew ist ja fast weg. Dafür sorgen wir, beziehungsweise haben wir schon groß gesorgt, ne? So, das ist die dritte Seite. 9. Tag nach der Ankunft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gegenstand, den wir zum Unterdrücken von Jacks Zauber benötigen, in den Händen eines Crewmitglieds ist. Die normalen Piraten werden schon diese Lakaien, die Söldner, für uns erledigen. An Jack werden sie wohl kaum vorbeikommen, denn sie wissen nicht das, was wir wissen. Und dann treten wir ins Geschehen ein. Wir besorgen uns diesen Gegenstand und verdammen Jack endgültig aus dieser Welt. Ja, wenn es so einfach wäre. Oh, ein Aquamarin. Schön. So, was haben wir noch? So, das ist die 4. Seite. Also die Seiten tauchen so nacheinander auf, ne? Die 4. Seite. 4. Seite. 12. Tag nach der Ankunft. Ich habe herausgefunden, dass ein gewisser Olf Jacks rechte Hand war. Jedenfalls bis zum Zeitpunkt, an dem ihr Schiff den großen Felsen donnert ist. Ach, an dem ihr Schiff den großen Felsen. Naja, okay. Er wird sicher diesen Gegenstand bei sich tragen. Doch wobei, Inos, ist dieser Olf? Wir haben das Piratenlager schon oft ausspioniert, doch einen Olf hatten wir noch nie gesehen. Morgen werden wir in dem zerstörten Schiff dieser Lakai nachschauen, ob er da ist. Oder zumindest seine Leiche. Ach stimmt, da war ja noch... Genau, da waren wir ja noch gar nicht. Ich habe gedacht, hier wäre immer noch eine Seite. Haben wir schon genug rausgefunden, oder was? Auf der 4. Seite von Lord Conrads Tagebuch fand, steht, dass die rechte Hand von Jack Olf womöglich diesen Gegenstand besitzt. Doch wo er ist, wisse Conrad mit großem O nicht. Jedoch wollen sie am nächsten Tag mal das Schiffswrack der Piraten erkunden. Ich brauche unbedingt die nächste Tagebuchseite, um zu wissen, wo dieser Olf ist. Okay, eine brauchen wir noch, ne? Eine Tagebuchseite. Da ist er auch schon. Ah, da ist er, ja. Wie der mit seinem Tagebuch umgeht, ne? Das ist ja echt... So, gehen wir zurück ans Feuer. Da ist schön warm. Auch wenn wir in der Karibik sind. Ist ja egal. 13. Tag nach der Ankunft. Bei Inos. Heute waren wir auf dem Felsen beim Piratenschiffswrack. Doch dieser Besuch war nur von kurzer Dauer. Als wir ankamen, sprudelten der Tod aus dem verstörten Schiff, ja. Doch. Diesen Olf konnten wir nicht finden, da wir vor den Bestien Belias fliehen mussten. Jedoch bin ich mir sicher, dass er dort war. Dies war mein letzter Tagebucheintrag vorerst. Was? Ach so, dies wird mein letzter Tagebucheintrag vorerst sein, da mein linker Arm einfach zu sehr schmerzt. So ein verfluchter Untoter hat mich erwischt und gebissen. Lord Conrad. Das ist halt blöd, ne? So, was? Auf der 5. Seite von Lord Conrads Tagebuch, die ich fand, steht, dass die Milizen bei dem Schiffswrack waren, doch dieses war angeblich voller Untoter. Deshalb mussten sie fliehen. Okay, das reicht mir. Wenn Untote auf dem Schiffswrack sind, muss dort ein Zauber herrschen. Ich sollte erst Augustus davon unterrichten und dann dieses Schiffswrack erkunden. Ja, das Schiffswrack erkunden, dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr aus, würde ich sagen. Ich bin nicht so der Fan, dass wir einfach mitten ins Geschehen eintreten und dann mitten im Kampf die Aufnahme beenden müssen. Also ich muss es ja eigentlich nicht beenden, aber ich mache das ja immer so. Ich nehme ja immer eine Stunde auf, ne? Und ja, das will ich auch beibehalten. Natürlich kann man mal ein paar Minuten überziehen, ist kein Problem, ne? Aber ich will, also, ne? Wir haben jetzt nicht mehr, was weiß ich, noch 5 Minuten oder so. Da können wir auch noch ein bisschen uns vielleicht ausrüsten, noch ein bisschen was verkaufen oder so. Und es lohnt sich einfach nicht, dass wir jetzt noch für 5 Minuten hier so eine etwas größere Quest anfangen und dann... Hey, warte! Halte dich in den nächsten Tagen bereit. Wir werden bald die restlichen Piraten angreifen. Nein, noch nicht. Auf Jack und seiner Crew liegt ein Zauber. Um Jack zu besiegen, muss vorher seine Crew tot sein. Außerdem benötigen wir einen bestimmten Gegenstand, um den Zauber zusätzlich zu unterdrücken.
Was redest du da? Wenn ich sage, wir greifen an, dann tun wir das auch, kapiert? Ja. Also was ich sagen wollte ist, warte, ich kann auch keinen mal gucken, ja noch ein paar Minuten, ja 5 Minuten haben wir noch, das lohnt sich einfach keine größere Quest jetzt anzufangen. Hier höhere Mächte um Jack und dann halt, Augustus hat mir nicht geglaubt, dass auf Jack ein Zauber liegt. Ich muss nun dringend zu diesem Piraten fahren, bevor die Söldner ihn angreifen und diesen Gegenstand finden. Naja, vielleicht können wir uns noch ein bisschen ausrüsten. So, die 5 Seiten von Konrads Tagebuch. Was haben wir denn alles hier? Verwandlung in Wolf, bla bla bla. Ich würde gerne wissen, wann wir eigentlich unsere schwere Söldnerrüstung kriegen. Die kriegen wir nämlich auch noch. Boah, 60 Geschicklichkeitspunkte, zu wenig. Das ist fies. Ach, genau, die groben Breitschwerter. Ich habe mal eine Frage. Wir haben 3 grobe Breitschwerter. Das heißt, der Lord Konrad hat mit seinem Breitschwert gekämpft, obwohl er die Betty dabei hatte. Die Betty ist 3-mal stärker. Ach, Konrad. Konrad, Konrad, Konrad. Schon doof, ne? Musste schon sagen. Ne? Das war eine doofe Aktion. Kriegen wir eigentlich... Ach genau, das hat ja die Dingen auch, ne? Eine neue Armbrust wäre vielleicht nicht unbedingt schlecht. Aber da brauchen wir auch Geschicklichkeit für, ne? Wäre vielleicht gut, wenn wir uns ein bisschen auf Geschicklichkeit, ich sag mal Drill nicht unbedingt, aber dass wir jetzt ein bisschen mehr auf Geschicklichkeit gehen. Damit wir so gesehen eine bessere Fernkampfwaffe benutzen können. Und vielleicht, okay, die Betty, das ist schon heftig, ne? Aber, Moment, ich will gerade mal gucken. Augustus? Zeig mir deine Ware. Das ist alles, was ich habe. Also. Gut, die Rubinklinge wollte ich eigentlich kaufen, machen wir jetzt nicht. Haben wir uns 1200 gespart, haben ja Rapier. Auf jeden Fall, wenn wir... Also, das Rapier ist ja schon mal eine richtig gute Einhandwaffe eigentlich. Wenn wir uns jetzt so gesehen... Okay, die Drachenjäger-Armbrust. Okay, dafür brauchen wir Stärke. Für eine Armbrust. Ach so, okay, für eine... Ah, okay. Also gut. Wir könnten uns ja vielleicht... Warte mal. Die Jagdarmbrust, die wir jetzt haben, brauchen wir 20 Stärke und 30 Schaden. Und die macht 60 Schaden und brauchen wir 40 Stärke. Ich weiß nicht, soll ich mir die leichte kaufen oder halt direkt eine richtige Armbrust? Also, die Drachenjäger-Armbrust ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also eine normale könnten wir uns mal zulegen. Oder vielleicht sollten wir auf Bogen gehen, ich weiß nicht. Bögen gibt es auf jeden Fall mehr. Aber ist auch ganz schön... Kostet ganz schön Geschicklichkeit. Ich würde sagen, gehen wir mal auf Armbrust und ich kaufe mir die normale Armbrust. Was ist das hier? Das habe ich eigentlich noch nie ausprobiert, ne? So eine Eisenfaust oder dieser Koko-Klatsche. Falls ihr das Spiel habt, ne? Oder das haben wollt, das kann man ja, könnt ihr ja einfach googeln, das ist kostenlos. Also die Mod zumindest, das Originalspiel braucht ihr schon. Auf jeden Fall, dann könnt ihr vielleicht mal ausprobieren, wie das ist, mit so einer Eisenfaust zu kämpfen. 130% der Stärke. Ich lasse es mal, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel mir das bringt. So viel kostet es auch nicht, das heißt, so viel kann es auch so gut, meine ich, kann es auch gar nicht sein. Zumindest nicht unbedingt, deswegen kaufe ich erstmal eine Armbrust. So. Der Kompositbogen, guckt euch das mal an. Für die Armbrust brauchen wir 60 Stärke, für den Kompositbogen 60 Geschicklichkeit. Der Kompositbogen macht 65 Schaden und die Armbrust 90. Ah, der kann weg, oder? Ne, wir schmeißen erstmal den normalen Weidenbogen weg, hier diesen gammlichen. Wir haben aber auch schon ein paar Pfeile, ne? Das ist halt... Munition hätten wir halt schon mal für den Bogen ein bisschen, aber ich meine, so teuer ist das ja nicht. So, jetzt haben wir uns die Armbrust gekauft und haben kaum Geld mehr. So, oh, sieht doch jetzt mal ein bisschen fett aus, ne? Ja. Na gut, ist egal. Ja, eine Armbrust haben wir jetzt eine bessere. Guckt euch das mal an, was das für ein Unterschied ist. 90, 60, 30, 20. Ja, ja, ist schon gut, ne? Ein bisschen ausrüsten, so. Ich muss mal gerade gucken, also was haben wir jetzt eigentlich alles ausgerüstet? Wir haben den blöden Koko-Helm, der ein bisschen was bringt. Dann haben wir jetzt Amulett der Erzhaut und den Söldnergürtel. Also Schutz haben wir schon einiges. Wenn wir jetzt noch die schwere Söldnerrüstung kriegen, dann kann uns kaum einer mehr aufhalten, ne? Okay, bestimmt schon noch irgendwie der Endgegner oder so. Und an dem kommen wir da nicht weiter und dann ist es gelaufen. Ne, auf jeden Fall, wir haben eine Waffe, die macht 100 Schaden, eine Fernwaffe, die 90 Schaden macht. Wenn wir jetzt noch die schwere Söldnerrüstung bekommen, dann sind wir schon relativ gut ausgerüstet. Ich will jetzt gerade mal gucken. Wo ist die Katja hin? Augustus, Alter, verdrängt doch nicht deine Frau. Das macht man nicht.
Zeig mir deine Ware. Hier, ich hoffe, das befriedigt dich. Was hat sie denn jetzt? Ah, gut, nur was zu essen. Ich finde natürlich das Amulett der Macht sehr schön, weil es Geschicklichkeit und Stärke Bonus gibt. Das ist schon vorteilhaft. Aber 25 Stärke ist auch recht nett. Aber das mache ich, wenn dann, erst wenn wir die schwere Söldnerrüstung haben, weil dann müsste ich das Amulett der Erzhaut weggeben und das bringt ja auch einiges. Was können wir denn eigentlich noch verkaufen? Minecrawler-Platten behalte ich immer. Immer, weil vielleicht kann man ja noch die Minecrawler-Rüstung irgendwie erstellen oder was weiß ich. So, also brauchen wir eigentlich einen Besen, ey. Oder eine... Was war das? Eine Hacke, ne? Genau, eine Hacke. Brauchen wir auch nicht. Oder eine Bürste. Ist zwar nichts wert, aber brauchen wir nicht. Oder eine Laute. Oder eine Sägen verkaufe ich mal drei. Wenn, dann brauchen wir sowieso nur eine. Ach, dann haben wir auch zwei silberne Ringe. Die können auch weg. So. Hammer behalten wir mal. Ne, falls wir was reparieren müssen. Ja, gut. Das war's dann. Wie gesagt, hätte sich jetzt kaum gelohnt, noch was Größeres anzufangen. Deswegen haben wir uns damit jetzt ein bisschen die Zeit vertrieben. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao.